Okay. Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Gut, dann trinken wir halt den Typen ein, laufen dahin und erschießen ihn. يجب أن ترش وجهك بقليل من الماء. Okay, da ist noch einer. Gut. Such eine Waffe. Such eine Waffe. Was nehmen wir denn? Oder wo finden wir was? Ah. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Dann tun wir es. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Okay, wie? Ach, die Tür? Alter, ein ordentliches Massaker angerichtet. So, Jamal war irgendwo hinten. Der hier ist es. Er ist dein Vater? Limasa falci sale. Fakal tu ana kisati kachi. Okay, Salims Vater war unter den Leuten. Und natürlich kann man seine Wut jetzt nachvollziehen. Und auch seine Trauer. Ich denke, wir lassen ihn lieber allein. Ich weiß nicht. Ich glaube, es würde nicht helfen, wenn wir ihn trösten würden.
Verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier! Ja, das müssen wir. Shit! Shit, wo sollen wir denn hin? Okay, wir müssen ein Signal rausschicken, wo wir uns befinden, damit die uns zu Hilfe kommen können. Ja, wir können nicht viel machen, außer uns wehren. Erstmal. Oh nein, what the fuck? Niemals, okay. Wir werden uns nicht selbst erschießen. Nein, nein. Nein, ich werde nicht sterben. Und nicht so. Es muss doch hinaus geben. Komm, denk nach. Denk nach. Oh yes. Erstmal heilen wir sie. Ah, verdammt. Okay, sie ist geheilt. Aber... Yes, wunderbar. Los, 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 rappelt sich auf. Aufrappeln! Und so schnell wie möglich raus. Einfach gucken, dass wir es über die Zeit schaffen, bis die kommen und uns abholen können mit einem Helikopter, mit keine Ahnung was. Von mir aus auch mit einem fliegenden Fisch. Hauptsache, wir kommen hier weg. Oh, what the fuck? Geschafft. Oder wir sind noch nicht draußen. Aber wir sind zumindest im Helikopter. Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Ja, also das bleibt definitiv, was sie da erlebt hat, gesehen hat, etc. Aber das ist ja mit jedem so, der mal in den Krieg gezogen ist oder in ein anderes Land stationiert war und einfach nur... Es reicht schon, wenn man ein paar Dinge sieht und dann weiß man sofort, da man will da raus und ist auf jeden Fall geschädigt fürs Leben.
Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt es, Alec. Bakartu anakisajikachi. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Huck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich hier wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Das ist auf jeden Fall das Richtige getan eben. Also, da aus dem Helikopter rauszuspringen und einfach von der CIA wegzukommen. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst.